Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Ja, heute ist wieder der Smoker an und wir machen heute ein komplettes Rinderfilet auf dem Smoker. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, und wie man an der Stelle die unvermeidliche Nennung der Zutaten, das ist heute gar nicht so viel. Und zwar, ja, also jedenfalls nicht von der Anzahl der Stückzahl her, aber wir haben ein komplettes Rinderfilet, sind so ungefähr 1,5 Kilo. Ist in dem Fall eins aus Botswana, habe ich mir bestellt bei naturfleischpur.de. Und Botswana, muss man nicht denken, dass man jetzt den kleinen Schwarzen in ihren Hütten irgendwo die Rinder weg isst. Nein, so ist das nicht. Die haben eine relativ große Farm, wo die auch ordentlich gezüchtet werden. Und ohne diese Feeding Lots, die stehen also meistens draußen auf der Weide und werden dann geschlachtet. Und dadurch ist das Fleisch natürlich nicht so fett durchzogen, wie jetzt zum Beispiel eine US-Ware. Aber hat einen sehr tiefen, erdigen Geschmack. Und ist komplett frei von Antibiotika, also auch eine schöne Sache. Aber ich habe das jetzt gesagt, ich könnte auch mit jedem anderen Rinderfilet machen, wobei man sagen muss, natürlich Rinderfilet ist ein Produkt, was ja relativ hochpreisig ist und natürlich auch bei mir nicht jeden Tag auf den Teller kommt. Dann brauchen wir was dazu, was noch ein bisschen günstiger ist, das ist mein Grillpfeffer. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr den sogar nachmischen. Das Rezept dazu findet ihr auf meiner Homepage oder ihr könnt ihn kaufen, Support ist came out. Überlasse ich wie immer gerne euch. Hab hier noch so ein bisschen Wurstgarn. Und wie immer, wenn wir grillen, scharf ein Messer und ein Brett. Jetzt gucken wir uns unser Filet hier an und wir stellen fest, so ein Filet hat ja nie den gleichen Kaliber von vorne bis hinten. Also es hat hier vorne den Kopf und hier hinten nur die Spitze. Und am Kopf ist es relativ dick und hinten ist es relativ dünn. Jetzt kann man Folgendes machen, man kann die Spitze wegschneiden und sich Tornados von, also kleine Spießchen von machen oder so kleine Mini-Steaks von machen. Einen Carpaccio von schneiden oder was auch immer. Für Steaks wäre jetzt normalerweise der Mittelteil da. Wir wählen es jetzt aber im ganzen Garn und den Kopf auch dran lassen, weil der ist nun mal dran. Das ist immer, manchmal kriegt man im Restaurant so, wenn man Filet bestellt, kriegt man so den Kopf serviert hier. Und dann siehst du praktisch da so eine Sehne drin. Und dann weißt du ganz genau, da hat jemand im Großmarkt die günstigen Filetköpfe gekauft. Und ja, Rinderfilet ist also hier das Mittelstück, ist das, was man für ein Steak nimmt. Aber wir machen es im Ganzen. Das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass wir hier diese Sehne runterkriegen. Und da stechen wir einfach mit dem Messerchen so auf nur 3-4 cm oder 5 cm von oben runter und schneiden so mit dem Messer so leicht gegen die Sehne gegen. Und besser ein bisschen Fleisch verschenken, als nachher auf so einer Sehne rumkauen. Wie sieht's aus? Na, ein bisschen was dran geblieben. Das ist manchmal so. Guck mal, wenn man glatt streicht, sieht gleich wieder schön aus. Wie gesagt, ich bin ja kein Metzger. Aber das ist so schon fast in Ordnung. Den hier noch raus. Jetzt schneiden wir den nochmal zurück. Ja, nicht so viel Fleisch. So, und hier hinten das Stück noch. Der Rest ist, wie er ist und bleibt, wie er ist. Nur, was wir noch machen müssen, ist, wir haben hier schon gesehen, dass die vorne viel dicker ist als hier hinten. Und zwar hier hinten werden wir umklappen. Da setzen wir hier einen Schnitt an und schneiden den zu 2/3 durch. Heben den an, ziehen den hier rum. Und siehst du, jetzt können wir den unterklappen. Und jetzt haben wir ungefähr denselben Kaliber von vorne bis nach hinten und werden das jetzt mit dem Küchengarn binden. Also beim Binden gibt es viele verschiedene Varianten. Ich mache immer die einfachste, und zwar die mit dem praktisch die mit einem einfachen Faden. Es gibt auch welche, wo man mit so einer Schlinge komplett den einwickelt. Der Problem ist, wenn man sich das immer zeigen lässt, dann weiß man das. Ja, und danach muss man sich das Video wieder angucken, wie das funktioniert. Aber einen Knoten in den Faden kriegt fast jeder hin, außer mir. Nee, doch, kriegen wir auch hin. Zack. Gehen wir hier also einen Doppelknoten rein. Zack. Und dann haben wir den schon gegen Verrutschen gesichert. Und das machen wir so mit 4-5 Fäden hier über den kompletten, über das komplette Filet verteilt. So sieht er jetzt aus. Und jetzt, was jetzt übersteht an diesen Fäden hier, das sieht natürlich doof aus. Die schneiden wir rasch ab und tun die zur Seite. Also das Schöne ist, wir haben jetzt ein relativ gleichmäßiges Kaliber hier. Und da können wir jetzt auch direkt anfangen mit Würzen. Und bei Rinderfilet, da fällt mir immer Salz und Pfeffer ein, also mein Grillpfeffer. Und den tun wir da drauf. Aber auch da ist man ja in alle Richtungen frei. Also kann man auch so würzen, wie man will. So, was runterfällt, das können wir nämlich dann immer so durchwürzen. So. Das ist jetzt nicht mit so einer ganz dicken Pfefferkruste, wie das im ersten Moment aussah, sondern so, dass eh mal ordentlich Salz, Pfeffer dran ist. Guck mal, hier unter, die Unterseite, das ist praktisch hier, haben wir das festgebunden, dieses eine
eingeschlagen und hier oben dieses Filet, praktisch die am Kopf, dieses Seitenteil, ist auch eingeschlagen und damit ist der schon fertig vorbereitet. Verbrennt der Pfeffer jetzt nicht? Nee, wenn wir das jetzt direkt angrillen würden, dann würde der natürlich verbrennen, aber wir werden es indirekt packen, also wir werden es praktisch smoken auf dem Smoker und da hast du ja Temperaturen von 120 bis 140 Grad und da fängt der Pfeffer noch nicht an zu verbrennen, also ist dann so ab 180 Grad irgendwo geht das los, dass der dann wirklich sich diese Röster rumbilden und der Pfeffer irgendwie das alles verfliegt. Und ja, von daher nehmen wir den und legen den jetzt auf. So, und zwar haben wir das dickere Teil, das legen wir Richtung Feuerbox. Und das dünnere praktisch hier, die Spitze praktisch in Richtung Schornstein, dass der jetzt so einmal drin liegt. Vielleicht kann die Kamera das mal so sehen. Tata. Und hier im Smoker haben wir, wenn wir jetzt mal unten reinfüllen, haben wir hier so ein kleines Indianerfeuerchen. Und ich heize hier gerade mit Mopane. Das ist südafrikanisches Strauchholz, was die bei den Durchforstungen von diesen Farmen, was da so anfällt. Und da ist eine gute Verwendung dafür, das zum Grillen zu nehmen. Also da wird kein Regenwald oder irgendwas abgeholzt, sondern diese eingeschleppten Hölzer, die würden sonst die Savanne voll wuchern. Und ja, die nimmt man weg und wir nehmen die jetzt hier zum Grillen. Und wir haben südafrikanisches Fleisch und südafrikanisches Holz. Ich glaube, so ein bisschen passt das. Nur halt, dass das halt auf dem amerikanischen Smoker ist, aber damit kommen wir irgendwie klar. Wir lassen den Smoker jetzt zwischen 120 und 140 Grad ungefähr pendeln, also muss man es ja nicht so genau nehmen. Und ich mache noch einen Kerntemperaturthermometer rein. Wenn es bei 54 Grad runternehmen, das wird so ungefähr eine Stunde, anderthalb, wenn wir richtig Pech haben, zwei dauern, aber meistens eine Stunde bis anderthalb ist man da relativ gut dabei und ist halt super planbar. Ja, unser schönes Filet hat jetzt 54, 55 Grad Kerntemperatur und sieht hervorragend aus. Knallrot, geil, war. Nur durch den Rauch außen und jetzt nehmen wir drunter. Jetzt haben wir die Schnur hier mal entfernt an der Stelle und machen mal so einen klassischen Mittelschnitt. Und ich lasse euch gucken, bevor ich gucke. Tata! Eieieiei, ich würde sagen, das ist mal ein gültiger Versuch. Eieiei. Schön. Schön, also riecht schon gut durch diesen Rauch an dem Fleisch dran. Und dann kommt dieser schöne Rindfleisch hier hoch und ja, ich glaube, wir müssen kosten, wa? Mhm. Ja. Dann nehme ich mal hier so eine ganz leichte Tranche, wie man so schön sagen, wa? Und jetzt ziehen wir mal auseinander. Butterzart. Mh. Mh. Eieiei. Geil. Also ein sehr gutes Rindfleisch, der Rauch außen dran, dezent, aber merkbar. Mit dem Salz, Pfeffer, was jetzt dran ist, außen reicht vollkommen aus, weil dann schlägst du das Fleisch nicht tot und hast hier, guck mal, super den Garpunkt erwischt. Hast ein cooles Stück Filet. Ist natürlich nicht, mit dem Rauchrand hier dran, siehst du das? Hammer. Ist natürlich kein Stück, muss man natürlich realistisch sagen, was so jeden Tag so auf den Tisch kommt. Das ist halt Filet, ist halt eine Spezialität. Aber auch das gehört dazu. Und du kannst praktisch drin jetzt deine Speckbohnen zubereiten und eine schöne Beilage dazu. Und draußen auf dem Grill, bzw. dein Smoker, schmeißt du dein Filet und hast gleich ja, tipptopp zubereitet. Also kriegst du keinen Backofen so geil hin wie auf dem Smoker. Also ich lege mich fest, Filet und Smoker ist eine sehr, sehr gute Kombination. Auch wenn es natürlich keine Röstaromen hat, wie man sie vom normalen Grill hat. Braucht es aber nicht. Nein, braucht es nicht. Mm. Mm. Okay. Also, wenn ihr Spaß hattet, Daumen hoch, Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feinste Grill Barbecue. Macht's gut. Ich bin beschäftigt. Mm. Mm. Frau, das war für dich. Wenn du jetzt hier guckst, guck schon mal, da siehst du schon, wie die Filetspitze, wie der Garpunkt gleichmäßig ist, obwohl zwei verschiedene paar Stücken Fleisch sind. Das hast du durch diese Zusammenbinden erreicht. Sonst werdet ihr alles im Prinzip Schrott, könntest du wegtun, weil viel zu übergart ist. Jetzt ist aber alles schön super gleichmäßig.